KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum Jahresend-Podcast hier am 31.12. nehmen wir auf, des Jahres 2023. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Hallo auch von mir in die ganze Runde und in die Welt da draußen. Hier ist der Erik. Hallo Erik. Hallo Erik. Was erwartet euch denn heute hier in der Sendung? Zum einen besprechen wir natürlich die Sneak Preview der vergangenen Woche. Das war The Holdovers. Dann war ich nochmal im Kino in der wahrscheinlich allerletzten Vorstellung in den Innenstadtkinos von dem Film Godzilla Minus One. Der läuft ja schon seit Anfang Dezember, da habe ich es aber irgendwie zeitlich nicht ganz geschafft. Was haben wir noch? Heimkino ist ja quasi eigentlich eine Kino-Filmpremiere, nämlich Rebel Moon haben wir geschaut. Und ich habe noch was nachgeholt auf Blu-ray, die drei Musketiere D'Artagnan. Da kommt ja Anfang 2024 dann schon der nächste Teil und deswegen wollte ich den mal schnell noch schauen. Ja, fangen wir doch mal. Ach ja, dann wichtigstes Thema noch. Wo packen wir das mit rein? Machen wir dann irgendwie danach, nach dem Heimkino. Da reden wir mal über das Jahr 2023. Was hat uns da besonders begeistert? Welche Filme? Welche haben uns überhaupt nicht begeistert? Was waren so die Tops, die Flops des Jahres? Vielleicht auch, was war in der Sneak besonders gut und schlecht? Achso, da wollte ich auch noch eine Abstimmung machen. Ja, das mache ich dann irgendwie noch die Tage in der Facebook-Gruppe Gloria Sneak. Könnt ihr gerne teilnehmen. Genau, das packen wir dann nach dem Heimkino-Teil. Und jetzt fangen wir erstmal an mit The Holdovers, der letzten Sneak-Preview des Jahres 2023. Hat das Chancen, ein Top- oder ein Flop-Hit zu werden, Chris? Ja. Ich mag das ja auf Oder-Fragen einfach mit Ja zu antworten. Ja, die Holdovers, die letzte Sneak des Jahres, läuft unter dem Stichwort Dramödie und gedreht von Alexander Payne, Drehbuch David Hemmingson. Und wir befinden uns in den, ist es England oder USA? Ich glaube, es Ist USA. Wir hatten da USA, auch eine Zeit lang überlegt USA. Gehabt, genau. Ja, ja, ich war mir nicht so 100%. In der Nähe von Boston. Ja, stimmt. Ach, ich bin ja dumm. Klar, deswegen auch der Ausflug nach Boston. Ja, sorry, habe ich gerade nicht geschalten. Auf jeden Fall 1970 um Weihnachten herum. Und, aber daneben ist gerade ein Kind abgestürzt. Blutet es aus dem Ohr jetzt, oder? Nein, aus den Augen. Ist ach so, okay. Ja, das kommt auch wahrscheinlich von den Ibus. Ach so. Genau. Cola. Ja, Red Bull. Ja, klar. Ja, aber nur zuckerfrei, weil nicht zu viel Energie. Ja. Und wir lernen dort den Lehrer Paul Hunman kennen. Der wird von Paul Giamatti gespielt. Den kennen wir aus Traumpaare Duets hatten wir mal in der Sneak Preview. Den fand ich cool. Den kennt man, wenn man den gesehen hat. Ach so, Serie. Ballers? Kann das sein? Hat er bei Ballers ja, mitgespielt? Ja, ich glaube schon. Okay. Ich guck mal nebenher. Auch bessere Serie, ich weiß nicht, ob es Ballers ist. Jedenfalls, Hunman ist ultra unbeliebt bei seinen Schülern, bei seinen Kollegen. Schulleiter mag ihn auch nicht so. Er ist halt ein ziemlich seltsamer Kauz, hat so ein bisschen rollendes Auge auch noch, also kein gesundes, ein ungesundes Auge. Und wenn ich übernehmen soll, sag's. Ich komm. Nein, alles gut. Und die sind halt alle tierisch genervt von ihm und so kommt er auch am letzten Tag vor den Ferien, kommt er auch rein in die Klasse, so ja, und hier verteilt so richtig gehässig mehr oder weniger die Aufsätze und Klassenarbeit, die alle relativ schlecht bewertet sind, bis auf die von einem Schüler, nämlich die von Angus, das ist ganz gut gewertet, der ist 15 und hockt halt auch bei ihm im Geschichtskurs, es sind immer die Geschichtslehrer irgendwie, und er arbeitet halt in dieser Schule, dieses Internatsschule, und es steht Weihnachten vor der Türe und wie es halt ist, eigentlich gehen da alle nach Hause und Angus legt sich dann mehr oder weniger noch kurz mit Hunman an, weil er sagt so, ja, ey, letzter Schultag, alle anderen lassen uns auch gehen, jetzt gehen wir noch in die Kirche und dann hauen wir alle ab und bla bla bla. Und er sagt, ja, wenn sie das so toll finden, dann können sie ja direkt nach den Ferien hier einen Test schreiben und bla bla bla. Alle dann natürlich so komplett am Abkotzen, auch über Angus.
der da wird schon deutlich auch in der Klasse und bei seinen Klassenkameraden ziemlich aneckt. Der wird übrigens gespielt von Dominic Sessa. Und ja, Angus, der sonst immer auch durch eher negatives Verhalten oder sowas aufgefallen ist, weil ich das oder schlechtes Benehmen, ich finde immer negatives Verhalten, finde ich immer so super anstrengend in meinem Job auch, das zu sagen, sondern einfach schlechtes Benehmen oder halt nicht der Norm entsprechende Sachen macht. Aber so ist es halt. Und es kommt dann dazu, dass es die Weihnachtsferien eben vor der Tür stehen und eigentlich alle gehen, nur ein paar müssen zurückbleiben oder bleiben zurück in der Schule, weil die Familien da keine Zeit haben oder keine Möglichkeit haben, sie zu holen oder dass sie mit zu denen hingeht. Und wenn jemand in der Schule ist, muss auch ein Lehrer dort bleiben. Und da fällt die Wahl eben auf Hanham, weil er ja sich auch sehr bereitwillig breitschlagen lässt da dafür, weil er eben auch selber ja keine Familie hat und auch irgendwie Schüler war der Schule und dort also sein ganzes Leben schon mehr oder weniger verbracht hat. Und wie es dann halt auch kommt, so kommt, ist es, dass die Mutter von Angus kurzzeitig absagt und sagt, ja, du musst auch da bleiben. Und zack, hockt Angus mit seinem gehassten Lehrer zusammen. Dazu gesellen sich noch vier weitere Schülerkollegen, wobei der eine immer sagt, so ja, also ich habe halt Stress mit meinem Vater, der holt mich aber bestimmt noch ab mit dem Helikopter und bla bla bla. Und da war der netteste Kommentar, oh, das gibt dem Begriff Helikoptereltern eine völlig neue Bedeutung. Und dann ja, begibt sich eben darauf, dass diese Gruppe, eine bunte Schar von Schülern, fünf Schüler, ein Lehrer und natürlich die Köchin Mary, die auch noch da ist, die Chefköchin Mary, weil die muss ja auch die Verpflegung sicherstellen. Und die hat vor kurzem im Vietnamkrieg ihren Sohn verloren und ist deswegen ja ziemlich geknickt, ziemlich ja, labil auch. Und es ist halt eine sehr, sehr spannende Kombination. Es gibt dann so ein paar Regeln, weil Hanham halt sagt so, hey, das sind die Hausregeln, daran müssen wir uns halten und wir werden täglich Unterricht machen. Und die Kids halt so, was will der denn von uns und was soll das denn jetzt? Und wir wollen eigentlich nur Urlaub haben. Eine ziemlich angespannte Situation für alle, die sich dann auch so untereinander unter den Kids so ein bisschen entlädt ab und an, weil die zwei Jüngeren, der eine ein Koreaner, der andere ein Amish oder irgendwie so, oder ein Missionarskind. Also wie gesagt, das ist eine äußerst spannende Kombi von den privilegierten Kids, mehr oder weniger. Und ja, es kommt halt, wie gesagt, da schon zu Spannungen und Reibungen auch immer wieder. Bis halt zu dem Moment, als von dem einen der Vater doch noch auftaucht und man abklären kann, okay, wir können die alle ganzen Jungs mitnehmen zum Skiurlaub, das passt. Ja, wir zahlen auch für die, ist ja auch kein Thema, wir fliegen die mit aus. Nur eben die Mutter von Angus ist nicht erreichbar, weswegen Angus da bleiben muss, als einziger, als letzter. Das heißt, es sind am Ende, waren es wirklich nur noch drei, mit dem Lehrer Hanham, dem Schüler Angus und eben der Chefköchin Mary. Und diese drei sind ganz allein in der Schule und haben zumindest Hanham und Angus nicht so wirklich Bock aufeinander. Ja. Bock aufeinander ist ein tolles Stichwort hier mal wieder. Und es gibt halt Reibereien zwischen den beiden. Eine ganze Weile. Es ist ziemlich anstrengend für beide Seiten, weil der eine halt auch sagt, ja, ich habe auch nicht wirklich Bock hier zu sein mit dir alleine. Und es kommt halt ja wirklich zu so einem Clash von Ansichten, von Generationen, von Positionen auch, dass sich wirklich sehr dynamisch in eine sehr spannende Richtung entwickelt, weil der Lehrer Hanham entdeckt mehr und mehr das wirkliche Potenzial von Angus. Angus entdeckt, okay, der Typ ist eigentlich auch bloß ein Mensch. Beide kümmern sich mehr oder weniger so ein bisschen um die Köchin und da entsteht eine richtige Freundschaft raus aus dem Ganzen. Und das halt über die Weihnachtstage.
bis hin zu den zum Jahreswechsel und alles, mit ganz lustigen Situationen, wie zum Beispiel, keiner darf die Turnhalle betreten und Angus betritt sie natürlich trotzdem. Dann kommt der Hausmeister mal wieder vorbei und sagt, ja, irgendjemand hat in die Turnhalle gekotzt. Was? Wie konnte denn das passieren? Es kommt zu Situationen außerhalb, weil man macht dann auch Exkursionen. Es gibt eine größere Exkursion nach Boston, die für Angus emotional sehr, sehr aufwühlend auch ist und da einige Probleme mit sich bringt, auch hinten raus. Was da dahinter steckt, verraten wir mal nicht, das wäre zu sehr gespoilert. Auf jeden Fall entwickelt sich daraus wirklich so eine Lehrer-Schüler-Beziehung der sehr positiven und gewinnbringenden Art, weil gegenseitig so die Denkweisen und Verhaltensmuster und auch ja, einfach die Einstellungen aufgebrochen werden. Und man lernt, okay, man kann vielleicht doch vom anderen profitieren. Ja, das war so in etwa das zusammengefasst. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Nö, du hast jetzt quasi fast den ganzen Film erzählt. Also hast auf jeden Fall nichts vergessen. Nein, da passiert schon noch einiges. Ja, also. War ja auch ein sehr langer Film, hier in der Sneak Preview. Ja, 2 Stunden irgendwas. Ja. Oder 2 Stunden, fast genau. Und es ist jetzt nicht der riesen actiongetriebene Film, sondern es ist eher dialoggetrieben. Wenn man die anderen Filme von Alexander Payne kennt, Sideways, da hat ja auch schon Paul Giamatti mitgespielt und das war ja damals auch, da haben sie auch ein paar Oscars bekommen. Ich weiß gar nicht, ob sogar Paul Giamatti dafür einen Oscar gewonnen hat, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber diese Kombi Alexander Payne, Paul Giamatti, die funktioniert ganz gut und ja, die anderen Alexander Payne-Filme wie Downsizing hier, wo die alle so ganz klein wären, damit eben die Ressourcen geschont werden von der Welt und ja, ich weiß nicht, ja, das sind halt so ein bisschen komische Sachen. Hier ist auch so ein bisschen Weirdness ist da immer drin in seinen Filmen und ich mochte das aber ganz gerne. Also es ist auch das Ganze vom Look her, da warst du noch nicht wieder im Saal drin, da kamen, normalerweise kommen ja diese Filmverleiher-Intros und sowas, ne? Und diese Filmproduktionsfirmen. Und da haben sie wirklich den Asbach-uralten Universal-Trailer oder nicht Trailer, hier dieses Intro mit der Weltkugel, den ganz alten haben sie da genommen. Und dann noch diese anderen Produktionsfirmen, das war alles total alt, so alles auf 70er Jahre gemacht. Und okay. Das Ganze spielt ja auch irgendwo in den 70ern. Ja, 1970, Ende 1970. Und auch der ganze Look des Films, ja, das Bildformat, das ist so ein 4:3 irgendwie ungefähr, ne? Und ja, dieses ganze Graining und sowas, die haben es zwar digital gedreht, aber alles so mit so Graining, dass es so Filmlook-mäßig aussieht. Auch das Color Grading sieht so ein bisschen aus wie damals bei den Filmproduktionen, die da so angesagt waren. Also wird alles getan, dass man sich in diese Zeit reinfühlt und auch so mit den Fernsehfilmen, die da laufen oder diese Kinofilme, die referenziert werden und so. Ja, hat man sich schon sehr reingefühlt in die Zeit damals und die Gesellschaftskritik kommt aber auch nicht zu kurz. Das ist halt auch mit drin, weil die ganzen reichen Schüler, die dann so auf diesem Internat sind, für die eigentlich schon der Weg geebnet ist, die mit einem goldenen Löffel im Mund geboren werden schon. Das wird ganz gut dargestellt hier und auch diese Diskrepanz mit den Menschen da draußen und ja, also ist ein echt guter Film, finde ich. Auf jeden Fall. Hat auch Potenzial, bei den Oscars berücksichtigt zu werden. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, bei den Golden Globes, da ist es, glaube ich, nicht dabei. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Hangovers, ne? Hangover? Nee, ist nicht dabei. Keine einzige Berücksichtigung hier. Ach doch, hier. Ach, Holdovers war es, nicht Hangovers. Holdovers. Doch, hier. Paul Giamatti hat eine Nominierung für bester Hauptdarsteller. Bester Film ist nominiert. The Holdovers, Alexander Payne. Und okay. Ja, hier, beste Nebendarstellerin, Davin Joy Randolph, das ist die Köchin. Die Holdovers. Und that's it. Was ich auch noch gelesen hatte, dass der junge Mann, der Hauptcharakter, ne, der, wie heißt er, hier, Angus Tully. Angus, ja. Dominic Sessa. Der war in diesem Ort irgendwo, wo sie das gedreht haben, dieses College gibt es ja nicht wirklich. Das ist ja quasi umbenannt worden. Das orientiert sich aber an einem anderen College und
der Dominik Sesser war irgendwo so in dieser Region, wo die den Film gedreht haben, bei so einer Theaterspielgruppe und haben sie den quasi seine erste Filmrolle. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, weil da waren ein paar richtig gute Szenen drin. Und man sieht es auch IMDb, nur einen Eintrag drin. Und das hat schon richtig reingehauen. Also dem hätte ich vielleicht auch noch irgendwo eine kleine Anerkennungsnominierung gegeben, aber wenn man hier in den IMDb-Eintrag schaut, der hat 53 Sachen gewonnen und 112 Mal ist er nominiert gewesen. Also ich glaube, da wird irgendwo, wird da der Hauptdarsteller oder ja, ich denke mal Dominik Sessa ist so eigentlich der heimliche Hauptdarsteller. Von, ja, schon. Von den also, dreien, ja. Ja, wobei, ich finde es eigentlich relativ gut ausgeglichen, weil beide haben, also von den Herren, Mary würde ich jetzt so einen Tick zurückstellen, weil ja, die hat natürlich auch ihre Momente, aber halt auch nicht so viel Screentime. Das ist ganz klar. Der Fokus liegt eigentlich auf Schüler-Lehrer-Beziehung. Ah, ich sehe hier, die beiden sind, also der Schüler Dominik Sessa und die Köchin sind nur Supporting Actors hier. Also als Actor ist hier Paul Giamatti, der ist der Hauptdarsteller. Also das, und da ist hier zum Beispiel Dominik Sessa bei den Chicago Film Critics Association Awards ist er nominiert gewesen als Most Promising Performer, also quasi so die vielversprechendste Darsteller, von dem wir noch einiges hören werden. Ja, auf jeden Fall ein guter Film für die Sneak auch, fand ich. Es sind zwar ein paar gegangen, denen es war wahrscheinlich doch ein bisschen zu langsam war, die Pace. Nicht ja gut, aber das ist ja normal. Ein bisschen Schwund ist immer da. Es waren eh nicht viele da, irgendwie an dieser Weihnachtssneak. Das Problem hatten wir damals in Gera auch immer, dass in der Weihnachtssneak kaum jemand da war, weil die alle mit der Familie haben. Wir haben es dann dadurch gelöst, dass wir gesagt haben, wir hatten immer in der Sneak, gab es Freikarten zu gewinnen. Und da gab es jedes Mal Freikarten zu gewinnen, zwei Stück. Und da gab es eine Frage zum Film, zur Sneak, der vorhergehenden Woche. Aber jetzt nicht irgendwas, was man sich ergoogeln kann, sondern irgendwas, wo man dabei gewesen sein muss. Also was weiß ich, was hat er für ein Auto gefahren, der Hauptdarsteller oder keine Ahnung, ja, sowas in der Richtung, ja. Also da wurde jemand gelost, ja, da wurde das Sitzplatzticket, der Abriss davon wurde in so einen Topf und da wurde gezogen und der oder die durfte nach vorne und an Weihnachten, also wenn es nicht gewonnen wurde, ging das in den Jackpot und wir hatten mal eine Zeit lang, da war der wirklich, da waren irgendwie fast 100 Karten drin, 100 Freikarten. Oha. Und wir haben es immer so gemacht, dass in der Weihnachtssneak, also die Woche nach Weihnachten, wenn da eine Sneak war, da wurde dieser Jackpot einfach an eine Person verlost, ohne eine Frage zu beantworten. Also einfach Karte ziehen und da war immer voll. Da war die Weihnachtssneak voll, also seitdem wir das gemacht haben. Ja. Lässt sich natürlich jetzt mit Online-Tickets und so schlechter machen. Man könnte höchstens irgendwie auswürfeln, Reihe und Platz oder so. Ja. Aber da war die Weihnachtssneak immer gut besucht, ja. Na gut, zu viel Nostalgie. Kommen wir zurück zur anderen Nostalgie, nämlich The Holdovers. Cooler Soundtrack auch. Das hat sich alles ein bisschen angefühlt wie Simon & Garfunkel, so von der Musik her. Ja, ein bisschen. Ich wollte nochmal nachgucken, was es eigentlich alles war. Aber es war sehr stimmig. Das auf jeden Fall. Und zwar von vorne bis hinten sogar. Also deswegen, mir hat es wirklich beim Zusehen auch echt Spaß gemacht. Also zum einen, du wirst wirklich reingezogen in die Zeit, was schon mal richtig, richtig gut ist. Und es passt, die Chemie zwischen den Hauptdarstellern, fand ich, hat gepasst, auch diese Reibungen. Und deswegen, ich fand es eine echt runde Sache. Schön erzählt, vielleicht ein Ticken zu langsam manchmal, ja. Und vielleicht auch zu lang. Das ist wieder mein Gemecker, das ist immer zu lang. Ich habe das Gefühl, ich merke immer, dass die Filme zu lang sind. Ich weiß auch nicht. Naja, die werden ja auch immer länger, ne? Wenn die digital filmen, das kostet halt nichts mehr, ne? Ja. Ja, was ich auch schön fand, das ist mir während der Sneak auch aufgefallen, dass wir diesen Film, der quasi in der Weihnachtszeit spielt und alles so verschneit ist, quasi auch in der Weihnachtssneak hatten. Das fand ich echt schön. Der Film startet am 25.01. in Deutschland in den Kinos. Das ist ein bisschen weit weg von Weihnachten. Aber ich denke mal, kann man sich trotzdem noch gut gucken, wenn es draußen kalt ist und so. Und man sieht die dann so da bleiben müssen im Schnee. Und auch Fun Fact, bei dem Film hat es tatsächlich geschneit. Und die waren da wirklich ziemlich eingeschneit und haben das halt gleich mit genutzt für ihren Film. Diese Szenen im Schnee draußen und so. Das ist kein Kunstschnee.
Schöner Film. Ich habe in der Gloria Sneak Facebook-Gruppe habe ich 8 Punkte gegeben. Da bleibe ich auch dabei. Hat mir echt gut gefallen. Was gibst du? Ich gebe 7 Punkte von 10, weil wie gesagt, es war absolut solide Sache. Ist gut anzuschauen. Hat Spaß gemacht. Aber jetzt halt nicht dieses, oh mein Gott, war der richtig, aber richtig geil, sondern einfach richtig gut. Ja, ich glaube auch nicht, dass ich ihn mir jetzt unbedingt nochmal anschauen werde, obwohl ich so eine hohe Wertung gegeben habe. Ich fand ihn einfach gut. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, ob der so viel nochmal Sehpotenzial hat, aber er ist auf jeden Fall sehenswert, der Film. Ja. Okay, dann gucken wir doch mal, was so in der ersten Sneak des Jahres 2024 so kommen könnte. Ah, herrlich, diese Absprachen. ja, bei Catercut ganz kurz, ach so. AFK ist, übernehme ich das ganz kurz. Der Tipp lautet, für die erste Sneak, das ist denn die Sneak 1197 und heißt Nicht wie erwartet. Sind da schon irgendwelche Ideen eingegangen dafür? Nein, nicht eine. Ich sehe aber eine, das ist ja komisch. Was? Ich sehe ja von Martin Roleplay, den Tipp. Okay, dann muss ich nochmal gucken. Also bei mir wird nichts angezeigt. Doch, ein Kommentar. Neuer Sneak, nicht wie erwartet. Roleplay. Bei mir nicht. Doch. Roleplay. Danke fürs Gespräch. Doch, hier. Roleplay von Martin, genau. Vor 47 Minuten hast du wahrscheinlich noch nicht refreshed. Nee, ich hatte nicht mehr refreshed, genau. Ja, nicht wie erwartet. Okay, ich habe noch gar nicht getippt. Ich habe das jetzt gar nicht erwartet. Nee, ich gucke mal. Ich werde auch noch einen Tipp in die Runde werfen. Wenn ihr eine Idee habt da draußen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann geht auf Facebook in die Gloria Sneak Gruppe und lasst einen Tipp da. Ja, das ist mit Penny, ne? Ist das richtig? Kann sein, ja. Kann sein. Roleplay, vielleicht. Ja, ist mit Penny. Kale Kyoko. Klingt spannend. Ja, mal gucken, wie viele dann überhaupt am ersten Abends in die Sneak Preview kommen, hier in der Innenstadtkinos Stuttgart, und wie zerstört da manche vielleicht aussehen. Bin gespannt. Ich bin da. Du bist da? Ja, du auch? Ich bin, ja, wenn nichts dazwischen kommt, bin ich da. Ja, natürlich ist ein Asteroid auf uns runterkracht, dann wahrscheinlich am Start. Oder vielleicht kommt ja Godzilla, trampelt das Kino kaputt. Damit leiten wir gleich mal über. Wow. Zu Godzilla Minus One. Jawohl. Godzilla Minus One. So, was kommt hier für eine Nachricht? Ach so, okay. Godzilla Minus One habe ich jetzt endlich mal geschaut. Der lief ja wirklich zu komischen Zeiten, muss ich sagen. Also so 17 Uhr ins Kino ist irgendwie sehr seltsam, unter der Woche. Und ist halt auch schwierig. Aber ich hatte jetzt halt Urlaub und habe gedacht, okay, weil das jetzt auch das letzte Mal war, dass der Film im Kinoprogramm der Innenstadtkinos drin stand, habe ich gedacht, okay, jetzt oder nie, jetzt muss es sein. Godzilla braucht die große Leinwand. Und habe mir diesen Film am Mittwoch angeschaut. Ich weiß nicht, ob sie ihn verlängert haben, denn der Saal war fast voll. Ich habe es kaum glauben können. Als ich mein Ticket gebucht habe, da war noch Reihe 14, unsere Lieblingsreihe, war noch was frei. Und habe ich mir einen Platz geklickt. Und als ich dann ins Kino bin, habe ich mich schon so ein bisschen gewundert. Ich war ein bisschen früher da, aber da war schon relativ voll. Da vorne hier, wo es die Sachen zu kaufen gibt, hier Popcorn und sowas. Und da habe ich mich schon gewundert, dachte ich, okay, naja, vielleicht läuft nebendran irgendwas anderes. Und ich hatte das restliche Kinoprogramm jetzt nicht durchgeschaut, was da noch alles läuft. Aber nee, die sind alle in Godzilla Minus One. Eine absolut bunte Mischung an Leuten, von Familien mit Kindern, von etliche Japaner habe ich gesehen. War natürlich cool, ne? Und ich hatte auch Godzilla-Shirt an. Und worum geht's? Godzilla Minus One ist ja das Prequel zu dem 1954er Godzilla-Film. Deswegen heißt es auch Minus One, weil das vor dem allerersten Godzilla-Film spielt. Und der 1954er Godzilla-Film spielt ja quasi in der damaligen Zeit, das heißt 54, wo eben Godzilla, wo sich um die Insel Odo komische Sachen abspielen. Irgendwelche Schiffe verschwinden und sowas, und dann kommt Godzilla zum ersten Mal, und jetzt bei Godzilla Minus One. Godzilla Minus One beginnt noch nicht ganz, ja, so ziemlich die letzte Phase des Zweiten Weltkriegs.
Und da war es ja so, die USA, die haben im Pazifikkrieg Inselhopping gemacht und sind da von einer Insel zur nächsten und haben die japanische Armee besiegt. Und eine der letzten Ideen, die Japan hatte, die Armee hatte, weil sie völlig schlecht ausgerüstet waren gegen die Übermacht der Amerikaner, waren eben solche Kamikaze-Piloten, die sich dann auf die Flugzeugträger gestürzt haben, weil dagegen hatten sie so gut wie nichts entgegenzusetzen. Und einer dieser Kamikaze-Piloten macht eine Notlandung auf einer kleineren Insel, auf der auch ein Stützpunkt der Japaner ist, und hat ein technisches Problem an seinem Flugzeug, konnte seine Kamikaze-Mission nicht ausführen. Und die Station, die dort ist, die hilft ihm quasi, das Flugzeug wieder fit zu machen. Und während er aber auf dieser Insel ist, das sind nur wenige Stunden oder wenige Tage, kommt was Komisches, nämlich Godzilla erscheint dort zum ersten Mal. Und das ist wirklich, in manchen Godzilla-Filmen muss man ja ewig warten, bis man dann endlich mal zu sehen bekommt. Da wird extra ein bisschen rar gemacht, damit eben dann der Eindruck umso stärker ist. Hier kommt es wirklich gleich am Anfang und das war schon mal richtig cool. Und der tritt dann halt alles kaputt auf der Insel und die versuchen sich dann zu wehren. Und es wird so ein bisschen auch die Vorgeschichte erzählt von den Leuten, die auf dem Stützpunkt sind auf dieser Insel. Die sagen nämlich ja, dass die Eingeborenen von der Insel schon berichtet haben, dass es da sowas gibt. Ein Gojira, also ein Godzilla heißt er ja im Amerikanischen in der Übersetzung. Und quasi einen bösen Geist, der aus dem Meer steigt. Und ja, das übernehmen sie dann natürlich auch, diese Legende, und sehen ja dann auch Godzilla. Und der Kamikaze-Pilot und einer von dem Stützpunkt sind die beiden einzigen, die überleben, und kommen nach Hause, nach Japan dann. Und Japan ist natürlich auch sehr zerstört von den Bombenangriffen der Amerikaner. Und also jetzt nicht nur Hiroshima und Nagasaki, sondern es gab ja auch sehr viele, in Anführungszeichen, normale Bombenangriffe, und ist halt alles kaputt. Und er kommt nach Hause, der Koichi, und findet sein Elternhaus völlig zerstört vor. Die Eltern sind alle gestorben, er ist quasi ganz alleine, ist nur noch irgendwie eine Nachbarin da, das ist seine Tante, und alles zerstört und kaputt. Und er versucht sich in diesem Nachkriegswirren da so ein bisschen zurechtzufinden und trifft relativ schnell auf so einer Art Markt eine junge Frau, die sagt, halten Sie mal, und hält ihm ein Päckchen hin. Er nimmt das Päckchen und ist ein Baby drin, und sie rennt weg. Und er trifft sie dann später aber noch wieder, weil sie hat irgendwas gestohlen und musste flüchten. Und er trifft sie später noch wieder und bietet ihr an, dass sie mit dem Kind mit bei ihm leben kann, solange bis sie da irgendwie sich was anderes gesucht hat. Und die sind jetzt erstmal da, sind jetzt kein Paar oder so, und es stellt sich auch raus, das Baby ist gar nicht ihrs, sondern sie hat das auch von einer sterbenden Frau übernommen, die in einem Bombenangriff gestorben ist. Also hat auch sehr viel Tragik drin, dieser Godzilla-Film diesmal. Also ungewohnt viel Tragik. Und die Noriko, die dann bei ihm lebt, die kümmert sich dann um das Baby, und so langsam entwickelt sich dann auch alles wieder, dass sie das Haus wieder aufbauen, und er bekommt dann auch einen Job auf so einem Minenräumen. Boot, ist eher so ein Schifferboot, Fischerboot, wo sie irgendwelche Minen sammeln, weil sie eben völlig demilitarisiert sind. Die dürfen keine Kriegsgerät mehr haben, also alle Kriegsschiffe sind weg, Minenräumschiffe, alles konfisziert. Und eines Tages wird eben dann auch nochmal festgestellt, dass eben da doch noch was draußen ist, und er hat ja das Wissen von Godzilla, weil er hat es ja schon mal, das Wesen ja schon mal gesehen. Und so kommt es dann dazu, nach einigen Vorfällen, dass natürlich Godzilla wieder auf dem Weg nach Tokio ist, und es formiert sich, weil es natürlich auch keine Armee mehr gibt, die ist ja alles völlig aufgelöst und darf nicht mehr in Einsatz gehen, formiert sich so eine Art Bürgerwehr aus Zivilisten, und die dann gegen Godzilla kämpfen wollen oder sie sich dem entgegenstellen wollen, mit ein paar total irrwitzigen Ideen, was sie haben, wie sie dieses riesige Wesen aufhalten können. Und nachdem das auch schon mehrere Städte verwüstet hat, ja, wollen sie es dann endgültig mal aufhalten. Und darum geht es in dem Film. Ich will mal nicht zu viel verraten und eventuell spoilern oder so.
Es ist auf jeden Fall ein absolutes Fest für Godzilla-Fans. Das kann ich mal so ganz unverblümt sagen. Es hat wirklich einen riesigen Spaß gemacht, der Film. Riesigen Spaß und er hat auch sehr beeindruckt, weil er natürlich auch diese ganze Tragödie nach dem Zweiten Weltkrieg mit drin hat. Dann, es ist auch sehr, wie soll ich sagen, sehr, ja, es hat, spannt irgendwie einen sehr, gefühlt einen sehr weiten Bogen, während jetzt manche Godzilla-Filme ja einfach so sind, okay, der ist jetzt da und trampelt irgendwie alles kaputt und wir müssen uns wehren, sondern der Film macht ja irgendwie die Story-mäßig, ist der viel breiter angelegt und auch sehr gut gespielt und hat aber auch diese typisch japanische Übertreibung mit drin bei irgendwelchen Godzilla-Filmen, die wahnsinnig viel Spaß macht. Das Ganze ist ja auch wieder von, natürlich von Toho produziert, die die ganzen Godzilla-Filme produziert haben. Die hatten ja auch, der vorhergehende Film war Shin Godzilla, den ich auch sehr gut fand. Den habe ich hier auf Blu-ray stehen. Ich habe ja alle Godzilla-Filme habe ich ja hier. Das ist ja mittlerweile der 33. der von Toho produziert ist und ich habe es irgendwie alle da. Und plus natürlich die amerikanischen noch. Wobei gerade jetzt dieser, es gab ja diesen letzten Godzilla-Film, diesen amerikanischen, dagegen ist Godzilla Minus One einfach nochmal eine ganze Ecke besser. Das merkt man dann hier wieder, wenn man den sieht, wie viel da drin steckt, wie viel Liebe da drin steckt, wie viel Begeisterung für das ganze Godzilla-Thema, wie viel Ehrfurcht vor der ganzen Lore, vor dem ganzen Hintergrund, was alles schon so passiert ist in der ganzen Godzilla-Historie. Das ist ja fast so ein bisschen, ja, wie andere große Franchises, die eine riesige Geschichte aufbauen, ist ja hier auch. Und wenn du dann so ein Prequel drehst, musst du halt schon drauf Wert legen, dass das alles passt. Und das passt hier alles. Es ist einfach ein sehr perfekter Godzilla-Film, der mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und im Kino, hier in Innenstadtkinos mit Atmos-Sound und das ist einfach Wahnsinn. Da hat alles gebebt und richtig gut. Also wer den noch im Kino erwischen kann, den Film, schaut den. Das ist wirklich, also wer muss natürlich ein bisschen Faible für Godzilla haben und für so japanische Filme. Dann macht der richtig Spaß. Deswegen gebe ich jetzt 9 Punkte für Godzilla. Ich weiß nicht, wie es jemand finden würde, der mit den ganzen Godzilla nicht so viel anfangen kann, wie der so als Actionfilm funktioniert, aber in diesem ganzen Godzilla-Franchise ist das wirklich ein Highlight mal wieder gewesen. Absolut sehenswert. Ist für euch was oder seid ihr nicht so in dem Godzilla-Thema? Ich glaube, Heimkino würde ich mir mal geben dann. Ja, ich auch. Ich habe den letzten Jahr auch im Heimkino gesehen. Und den fand ich ja, also ich meine, Godzilla ist immer irgendwie ein guter Actionstreifen. Na, du hast den amerikanischen, ne, irgendwie. Ja, genau, den, ja. Der das letzte rauskam, ja. Der amerikanische mit hier Millie Bobby Brown und so. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob es irgendwo Shin Godzilla zum Streamen gibt, weil das ist ja der vorhergehende von Toho, Shin Godzilla. Der sagt mir aber auch was. Ich hab ja den einen oder anderen Godzilla-Film gesehen tatsächlich, also. Oh, hier bei, oder? Wer auch immer das hat, bei Freenet Video gibt's den in der Flatrate. Bei allen anderen müsste man es kaufen. Bei Freenet Video ist es mit enthalten. Shin Godzilla. Ja. Na gut, ich kann ja euch mal die Blu-ray mal geben. Da seht ihr mal den neuesten, also neben Minus One, den neuesten japanischen Godzilla-Film. Ja. Okay, dann gucken wir aber mal, was so in den Jahresendcharts sozusagen drin ist und was nur Neues anläuft im neuen Jahr. Mal gucken. Kinocharts und Neustarts. Jetzt suche ich gerade wieder panisch nach der E-Mail. Haben wir eine bekommen eigentlich? Japanisch. Haben Sie Angst vor Asiaten? Japanisch. Wir haben keine. Ja, am 18. Dezember kam die letzte. Das, 18. Dezember, okay. Ja. Aber das ist schon, zu lang dann her. Ja, sage ich doch, wir haben keine bekommen in der letzten Woche. Genau das, was ich gar nicht. So, dann nehmen wir mal die von Box Office Mojo. Die haben das Wochenende drin, 21. bis 24. Dezember. Da ist auf Platz, ich würde sagen, wir fangen mal mit der 8 an. Das ist ein Film, von dem habe ich überhaupt noch nichts gehört. Der heißt Dunki. Ein indischer Film, wenn ich es richtig sehe. Okay.
auf Platz 8, dann mache ich Platz 7 weiter, oder? Ja, genau. Weil Platz 7 ist Girl, You Know It's True. Wundert mich, dass der nicht ganz so, nicht so platziert ist, ehrlich gesagt. Hätte ich gedacht, der steigt höher ein. Der interessiert mich ja eigentlich auch. Naja, aber bei der Wahl zwischen einem letzten Aufführung von Godzilla und dem, ist es doch Godzilla geworden. Platz 6 in Deutschland in dem Wochenende, Weihnachtswochenende Napoleon. Platz Nummer 5 ist The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Platz 4 ist, und da nehme ich an, dass der vor Shin Godzilla lief, denn da habe ich so ganz viel Gesinge aus dem Saal gehört. Wish. Platz Nummer 3 ist Migration. Oder Migration. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Family of Ducks try to convince. Ach, das ist dieses Raus aus dem Teich. Oder wie das heißt. Ja, ne? Raus aus dem Teich heißt es auf Deutsch, genau. Ja. Okay, da heißt Migration. Migration. Platz 2 ist Wonka. Und von 0 auf die 1. Aquaman and the Lost Kingdom. Das frage ich mich. Wer guckt sich diese Scheiße an? Also, nee, ehrlich mal. Der Trailer sah schon scheiße aus. Übel. Ich wollte auch gerade sagen, der Trailer sieht so Mist aus. Aber ich bin auch auf Facebook in so ein paar Heimkinogruppen und Kinogruppen und so weiter. Die waren alle, die haben alle gepostet, so, ja, ich gehe jetzt hier in Aquaman und ja, saugeil und IMAX Aquaman und hast du nicht gesehen? Da dachte ich, Leute, ey, okay. Naja, aber scheint ja doch was dran zu sein. Vielleicht sind wir einfach Banausen. Natürlich sind wir Banausen. Ja, Aquaman ist scheiße. Was? Ja, das habe ich mich gelangweilt bei dem ersten. Was startet jetzt? Oh, der neue Hayao Miyazaki Animationsfilm aus Japan. Der Junge und der Reiher. Da gibt es sehr viele, die da reingehen wollen. Das ist auch bestimmt ein absolut sehenswerter Film. Ja, gut, ist es der Vogel oder ist es ein Typ, der zu viel getrunken hat? Vielleicht, man weiß es nicht. Dann startet noch Priscilla. In Sofia Coppolas Biopic werden Kaylee Spani und Jacob Elordi zu Priscilla und Elvis Presley. Ah, okay. Das ist also quasi eine Elvis Biopic aus der Sicht von seiner Frau sozusagen. Ja. Ja. Aber wir hatten ja erst einen Elvis-Film. Aber von Sofia Coppola, ich meine, die hat gute Sachen gedreht, ja. Dann einer, den hatten wir letzte Woche in der Sneak Preview und waren da auch sehr, sehr angetan davon. Next Goal Wins. Unbedingt reingehen. Toller Film, sehr lustig, aber auch geht ans Herz. Absolut. Und dann kommt noch der, wo von Martin getippt wurde für die erste Sneak 2024. Roleplay Thriller mit Carlay Cuoco über ein junges Ehepaar, die beide eine dunkle Vergangenheit geheim halten. Was war der Tipp nochmal? Nicht wie erwartet. Okay, ja, könnte sein. Im toten Winkel ein spannungsgeladenes Drama von Aisha Pollard über ein Generationentrauma in einem abgelegenen kurdischen Dorf im Nordosten der Türkei. So, ich guck mal bei Kinostarts. Nicht vergessen auch die, es läuft ja in der Reihe Best of Cinema, Der Pakt der Wölfe. Das ist ja dann im Januar in einigen Kinos. Läuft nichts weiter. Ich bin gerade bei Filmstarts. Da läuft auch nichts, steht nichts weiter da. Okay, dann, gehen wir doch mal ins Heimkino rein. Und auf besonderen Wunsch gibt es einen anderen Trenner. Kate, dein Bist Einsatz. Du auf besonderen Wunsch dieser Trenner? Die Person weiß schon Bescheid. Okay, na dann, okay, alles klar. Ich habe mir ein bisschen was im Heimkino angetan. Und zwar habe ich Rebel Moon angeguckt. Teil 1, der zweite Teil soll wohl schon im April 24 dann zu Netflix kommen. Worum geht's? In Rebel Moon ist die junge Cora, gespielt von Sophia Boutella, die vor einigen Jahren mit einem Raumschiff auf einem abgelegenen Mond gelandet ist. Der Mond heißt Welt und der ist so am Rande des Universums. Die sind so ein bisschen eine kleine Gemeinde, so noch weit entfernt vom herrschenden
brutalen und tyrannischen Imperium, das sich alles unterjocht und Planeten und Monde, sagen wir mal, erntet, um die eigene Macht zu stärken und die eigenen Ressourcen zu stärken. Und ganze Zeit lang ist alles super dort, bis irgendwann eben auch dieses Imperium, diese Bösen quasi, auch diesen Mond entdecken und feststellen, den kann man auch plündern, denn da die Menschen, die dort leben, sind quasi wie so eine bäuerliche Gemeinde, die haben da Felder und bauen Lebensmittel an und verkaufen die teilweise weiter, was sie halt für sich selber nicht brauchen, diesen Überschuss quasi. Und das wird dann eben gesehen von den Bösen und die landen dort und unterjochen diesen Mond und sagen, hier in 10 Wochen kommt der Obermufti wieder und dann will er Ernte sehen und hinterlässt nur so ein paar einzelne Krieger oder Soldaten, die halt die Bevölkerung von dem Dorf in Schach halten sollen. Ja, bloß haben sie halt nicht mit Cora gerechnet, denn Cora ist nicht einfach nur irgendeine Bäuerin, die ist eine ziemlich gut ausgebildete Kämpferin, die aus den eigenen Reihen dieser imperialen Macht stammt und dort eben ausgebrochen ist, quasi. Ich glaube, da war alles noch ganz nett, da war das noch eine normale, da gab es noch einen König und dem seine Familie. Und die hatten halt Streitmächte und da hat sie dazugehört. Und als dann die damalige Regierung, diese königliche Linie, ausgelöscht wurde von den jetzigen Bösen, haben die halt diese ganzen Krieger und Kämpfer übernommen und gesagt, ihr arbeitet jetzt für uns, ihr seid jetzt meine Schlachteinheit. Und sie ist dann da halt ausgebrochen und hat gesagt, nee, das will sie nicht, sie will nicht und ist abgehauen. Aber sie ist halt extrem gut ausgebildet und versucht dann eben ihr Dorf zu beschützen und schafft es auch, die dort hinterbliebenen Kämpfer auszuschalten. Und gemeinsam mit einem von diesen Dorfbewohnern entscheiden sie dann, sie gehen in die näher gelegenen Dörfer beziehungsweise auf die näher gelegenen Monde und Planeten, um dort weitere Krieger zu finden, die gemeinsam sich dann auflehnen gegen die Bösen. Und darum geht es in dem Film. Ja. Und es ist halt zusammengeklaut überall. Warte mal. Bevor wir weitergehen, Chris, hatte ich das jetzt irgendwie reizt, das zu schauen hier, die Stocken? Ich bin kurz eingeschlafen. Ich bin gerade ertappt so, was? Okay, cool. Ja, total. Also ich bin jetzt richtig hyped drauf. Ich habe so richtig Bock. Oh mein Gott, ich habe hier schon nebenbei gerade mich bei Netflix eingeloggt und habe es gestartet. So habe ich Bock darauf. Es ist einfach, es ist zusammengeklaut aus sämtlichen Science-Fiction-Filmen, die ihr kennt. Ganz klar vorneweg, Star Wars ist von Star Wars ist viel geklaut. Das ist einfach nur... Ja, der größte Klau ist aber von Akira Kurosawas Die Sieben Samurai oder hier das US-Remake Die glorreichen Sieben. Ja, genau. Wollte ich als nächstes sagen. Das ist einfach... Es ist bildgewaltig. Also reden wir mal über das Positive. Es ist bildgewaltig. Es sind coole Schlachtszenen, es sind coole Weltraumszenen, das ganze Setting, diese Welt und dieser Mond, das alles... ist richtig gut gemacht. Also gedreht, visuell, keine Kritik. Finde ich gut. Ja? Story komplett vorhersehbar, komplett Banane. Nichts Neues. Schauspielerisch ganz okay. Also ich bin mit dieser Cora nicht warm geworden. Ich habe irgendwie gar keine Sympathie für die entwickelt. Die hat mich auch an irgendjemand erinnert und ich komme einfach nicht drauf, an wen. Es war einfach auch langweilig. Es war einfach, die Story war langweilig. Das ist so, und alles so, ja, okay, die ist jetzt halt eine Superkämpferin und die hat jetzt halt da und die braucht jetzt halt Streitmacht, damit sie die Bösen besiegen kann, weil die halt auch mit irgendwie 7, 10 oder was weiß ich wie viele Leuten
da diese ganze, das ganze Imperium da niederschlagen. Ja, diesen obersten Mufti, der ganze Welten zerstört und Planeten ausbeutet. Ey, also sorry. Da ist noch ein großes Problem drin, wenn man es jetzt schon vergleicht, oder man muss es ja vergleichen mit glorreichen Sieben oder mit Sieben Samurai. Da ist es ja so, dass die Personen, die dort quasi rekrutiert oder die quasi das Dorf verteidigen sollen, dass die einem alle irgendwie ans Herz wachsen und dass man die alle irgendwie auf irgendeine Weise sympathisch oder nett findet oder irgendwas, dass die irgendwas haben. Hier, du hast einfach, du willst die einfach nicht mehr sehen. Die sind einfach, du sagst, ach nee, ey, soll ich den jetzt die ganze Zeit ertragen oder so? Also ich meine, Sophia Butera, die mag ich eigentlich sehr gerne, die kennt man ja zum Beispiel aus, was weiß ich, Die Mumie, Atomic Blonde hatten wir sie in der Sneak gehabt, Hotel Artemis, Climax hier in dem geilen Film. Lauder, also ich mag die total. Und die ist noch so die einzige mit. Und dann, na gut, Achtung, jetzt leichter Spoiler, falls jetzt jemand den Film doch noch sehen möchte, müsst ihr mal ganz kurz eine Minute vorspulen. Ich lasse euch extra mal Zeit, die Taste zu finden. Dass dann ausgerechnet die eine Person, die halbwegs sympathisch und cool war, quasi der Han Solo-Verschnitt, dass der ausgerechnet die dann noch verrät und rausfliegt aus der Story, das hat mir dann noch einen Rest gegeben. Also dass dann, da habe ich gedacht, ey, wie viele schlechte Entscheidungen kann man treffen, dann auch noch Charlie Hunnam dann da rauszunehmen aus der Geschichte. Also, und die anderen, das sind alles Pfeifen da. Also da gab's eine Szene, wo quasi ein neuer Charakter von dieser Bande vorgestellt wird, diese Asiatin. Ja, die war ganz cool. Aber die sie da auf diesem Planeten finden. Mhm. Und natürlich genau dann, wenn sie gerade eine Mission hat und ein kleines Kind vor einer riesigen Spinne retten soll. Ja, so Versatzstücke. Und danach, ich habe mir diese Spinne angeguckt und ich sag mal, die kenne ich doch. Und ich dachte mir so, das kann nicht sein, dass die Schauspielerin sich für diese Rolle echt hergegeben hat. Das hat mir im Herzen wehgetan, dass sich Jenna Malone dafür hergegeben hat. Ganz ehrlich. Hast du deine furchtbar. Schauspielerin erkannt? Okay. Ich habe die erkannt, weil die halt schon in mehreren Rollen gesehen, wo sie auch so quasi entweder die Haare so ganz glatt nach hinten hatte oder die eine Glatze hatte. Und deswegen erkennt man bei die dann. Contact hat die das Mädchen gespielt damals. Also in der. Ja, Anfang, oder die hat auch in den Panem-Filmen mitgespielt. Die junge Jodie Foster hat die gespielt, ja. Und das ist so. Ah, nee. Das war so eine dämliche Szene, das war so ein dämlicher Kampf, ich hab's nicht verstanden. Und dann packt die Samurai-Tante da ihre Schwerter aus, die, Achtung, rot glühen können. Hm. Wie so ein Laserschwert. Und ich mir gedacht hab, Alter, kommt schon. Ja. Fällt euch nichts Eigenes ein. Ich meine, du hast jetzt wirklich, die haben ja so viel Geld dafür in die Hand genommen, ne? Und da siehst du aber einfach mal, wie wichtig das ist, auch so diese kleinen Zwischentöne zu treffen, was halt bei der ganzen Star Wars Saga ja auch diese ganzen Familiengeschichten ist und diese Einführung der Charaktere und so. Du kannst halt nicht einfach nur irgendwelche komischen Leute, die irgendwie zusammenkommen und dann wird das schon irgendwie und da schmeißt du halt richtig Geld drauf und machst eine Sci-Fi-Story. So funktioniert es halt nicht, sondern du brauchst halt so eine Spielbergsche Ader, um Drehbücher zu schreiben, damit eben so dieses Familiäre, damit du Sympathie mit den Figuren empfindest. Und das hast du halt hier überhaupt nicht. Du hast hier null Sympathie mit irgendwelchen Figuren. Gar nicht. Und das ist halt ein Eye-Candy. Sieht gut aus, außer jetzt am Anfang, wo die auf dem Planeten sind. Das sah alles sehr nach Greenscreen aus und ein bisschen zu viel Lensflare und Filter drüber und alles, ne? Aber das hätte so gut werden können, ne? Aber das ist ja. Aber weißt du, was ich an solchen Filmen immer total seltsam finde? Also das ist jetzt nicht nur bei Rebel Moon so, das ist auch bei anderen Sci-Fi-Filmen so. Ist auch oft so bei Star Trek oder so gewesen. Du hast einen riesigen Mond, also die sind ja natürlich größer als jetzt die Erde zum Beispiel oder so, aber du hast einen Mond und auf diesem Mond gibt es eine Bauerngesellschaft, eine einzige, die da wohnt und jeder, der da hinreist, findet automatisch dort diese Menschen, die da wohnen
Und sonst wohnt da niemand. Auf dem ganzen großen Mond oder Planeten wohnt niemand. Das kann schon sein. Star Wars hat es besser gemacht. Ja, aber gerade bei so kleinen, das sind ja meistens dann irgendwelche Siedler, die dann irgendwo irgendwas bevölkert haben. Da was war halt erstmal irgendwie eine kleine Gesellschaft und die haben halt erstmal eine Siedlung und haben da versucht, die Gegend urbar zu machen. Also das ist noch so ein bisschen nachvollziehbar und dass man dann auch weiß, wo die Siedlung ist, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Ich spiele auch Starfield und so, das ist schon sehr ähnlich. Was mich noch extrem genervt hat, war, dass die bei allen Kampfszenen, egal was es war, immer so eine Mischung hatten aus ich spule mal ein bisschen vor, dann springe ich direkt vom schnellen Vorspulen in so eine Art Zeitlupe und dann springe ich wieder schnell vor. Und das, also wenn du das mal machst, okay. Aber nicht jedes Mal. Das ist. Habe ich dir das nicht sogar geschrieben, während ich den Film geguckt habe? So, die sind ganz schöne große Fans von so Slow-Mos. Also das war ja nicht nur Slow-Mo, das war immer so dieses. Ja. Die spulen vor, dann ganz schnell und dann plötzlich so Zeitlupe und dann wieder schnell vor und dann, aber in jedem Kampf, also wenn man es einmal macht, okay, das ist mal irgendwie eine coole, manche Kampfszenen waren echt cool, also manche waren gut choreografiert, manche waren richtig scheiße, also gerade am Anfang der Kampf hier von Sophia Boutea gegen die Typen, der erste Kampf, wo du gedacht hättest, das musst du jetzt doch mal reinhauen. Also gerade so als so dieser erste Widerstand gegen das Imperium, das müsste jetzt mal gut inszeniert werden und das war ausgerechnet richtig scheiße. Also das war wirklich so dieses typische, du hast eine Gruppe von Leuten, weiß nicht, 20 Leute oder so und jeder wartet, bis die einen vermöbelt hat, bevor der nächste angreift. So, die stehen alle außen rum. Komplett unlogisch. Also ich fand es ganz, ganz furchtbar. Ich werde aber wahrscheinlich trotzdem den nächsten Teil noch gucken, weil das Ende hat irgendwie, interessiert mich zumindest mal, wie es weitergeht. Aber trotzdem, ich gebe hier nur 4 Punkte. Ich gucke das mit einem sehr, mit sehr großer Distanz und ich werde es wahrscheinlich auch nicht sofort gucken, wenn das rauskommt. Ich bin da nicht so wild drauf, aber ich will wenigstens, ich will sehen, in welche Richtung sie das biegen und ob es vielleicht noch besser wird. Na, habe ich wenig Hoffnung, aber mal schauen. Also, du meinst, weil es eigentlich schon, weil es ja wahrscheinlich quasi fertig ist und sie nichts mehr retten können? Das ist so ein. In Amerika sagen sie gern zu solchen Sachen Trainwreck, also wirklich so ein Zugunglück. Ja. Also kannst nicht, guckst da hin. Yeah. Und das ist mit so viel Geld vor den Baum gefahren. Oh, nee, ganz schlimm. Weißt du eigentlich, beruht das auf irgendeiner Geschichte, auf einem Comic oder auf einem Buch oder sowas? Die haben begleitend zu dem Film haben sie jetzt einen Comic in Auftrag gegeben und ein Game, eine Game-Serie sogar. Ja. Also die wollen quasi dieses Universum jetzt erschaffen, das Franchise dazu. Und werfen da richtig Geld drauf. Ich meine, wenn es gut gewesen wäre, hätte es richtig geil werden können, aber ja, vielleicht. Mich catcht es halt nicht, weil ich finde schon mal diese Origin-Story von ihr, wo sie herkommt und wer sie ist und welche Stellung sie hatte, bevor da die Bösen die Macht übernommen haben, das finde ich schon so total irr. Ja, also. Das war ja auch dieses, muss man ja wieder einen Vergleich ziehen zu Star Wars, da hast du halt so eine Underdog-Geschichte. Ich meine, dass da noch ein bisschen mehr dahinter ist, dass das jetzt nicht der Bauernsohn ist von Tatooine, sondern dass da noch mehr dahinter ist, das erfahren wir dann erst später, aber du hast jetzt nicht jemand, der schon mit ganz viel Vorschusslorbeeren und du siehst, okay, im ersten Kampf, okay, das macht die nicht das erste Mal. Und ich will nicht weiter drüber reden. Beenden wir das hier. 4 Punkte, was gibst du? Ich gebe 4,5, aber sehr wohlwollende 4,5 Punkte. Ja. Ich habe gerade geguckt, hier die drei Drehbuchautoren, also zum einen Zack Snyder, da wissen wir ja, was der so macht. Dann Kurt Johnstadt, der hat zum Beispiel das Drehbuch für 300 geschrieben und Atomic Blonde. Und Act of Valor. Das sind halt alles welche, die solche Schlachtepen und sowas geschrieben haben. Genauso wie der dritte, Shay Hatton. Vielleicht sind aber auch drei zu viel. Weißt du, also vielleicht sind einfach zu viele Köche, die den Brei verderben. Du hättest einfach eine Person mit reinnehmen müssen, die in der Lage ist, gute Personengeschichten, Hintergründe zu schreiben. Also, und wenn es irgendein Serienautor ist von irgendwelchen Serien, die ja auch sehr viel mit Personen
Geschichten und Weiterentwicklung von Personen arbeiten und so. Aber einfach drei, die hauptsächlich aus dem Action-Genre kommen, zu nehmen, dann fällt das natürlich hinten runter, ne? Und dann, ich meine, dann klauen sie sich woanders Sachen zusammen. Ja, ach nee, schon wieder zu viel geredet. Okay, ja, also ja, ja. Okay, beenden Knopf dieses dran. Thema. Ich bin sehr gespannt, wenn da jemand draußen ist in den Weiten dieses Internets, der oder die jetzt gerade hört und denkt, nö, das war doch ein guter Film, dann schreibt mal bitte einen Kommentar. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen oder vielleicht ist mir da was entgangen. Hm. Ich schreibe gerade schon, ich finde es total frech von euch und ich gebe auch einfach an Netflix weiter, dass KinoCast insgesamt 8,5 Punkte gegeben hat. Muss ja keiner wissen, dass 4,5. Okay. Ja, habt ihr keine Ahnung, habt ihr ihr. Ich habe jetzt so Bock, ich habe nämlich jetzt schon die ersten Minuten von dem Film nicht geschaut und ich finde es richtig gut. So, die drei Musketiere D'Artagnan werde ich jetzt nicht besprechen, weil wir sind schon zeitlich sehr fortgeschritten, denn wir möchten ja noch unseren Jahresrückblick machen und genau, brauche ich mal einen kurzen Trenner. So, das hatte Chris ins Leben gerufen. Ich lache mich so weg gerade, weil dieser Trenner ist aus einem Film, der es tatsächlich fast bei mir auf die Liste geschafft hat. Ja, wahrscheinlich aber aufs andere Ende der Liste, nicht wie bei mir, oder? Ja. Na, mal schauen. Fangen wir mit den Top-Filmen an. Fangen wir mit den Flops an, das ist viel spannender. Ich muss natürlich sagen, der Chris hat hier in der Gruppe, was ich sehr lobenswert finde, hat er die Anregung gebracht hier mit Tops und Flops. Finde ich eine super Idee. Und zwar rechtzeitig vorher. Also. Ja, auf jeden Fall rechtzeitig. Also jetzt nicht 5 Minuten vor der Sendung, was auch sehr gut war. Allerdings muss ich sagen, ich kann mich leider nicht auf nur 5. Ich habe zu viele Scheißfilme und zu viele gute Filme gesehen. 3 Filme. Ich kann mich noch nicht mal auf 5 einigen. Ich muss ein bisschen ausufernd werden, ja. Oh Gott. Weil es gibt auch Filme, die ich gesehen habe, die mich sehr enttäuscht haben, wie zum Beispiel Rebel Moon, wo richtig viel Geld drin war. Das zähle ich auch mit als Flop. Aber gut, fangen wir an. Okay, also Rebel Moon ist bei mir auf jeden Fall mit dabei. Ich habe, wie gesagt, ich habe ein paar mehr. Kate? Ich glaube, Rebel Moon. Also ich habe auf Platz 3 auch Rebel Moon. Ach so, man muss ja, also man muss ja noch dazu sagen, ich bin ja nicht so oft im Kino gewesen dieses Jahr wie ihr. Ich bin eher so für die Heimkino-Sachen zuständig. Und das ist halt sehr begrenzt, weil ich ja eher der Serienfreak bin. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, ich habe doch einige Filme im Heimkino gesehen. Und da gibt es eben 3, die mich extrem enttäuscht haben. Und auf Platz 3 ist Rebel Moon bei mir. Also bei mir ist es nicht auf Platz 3. Ich wollte es nur erwähnt haben, dass es ein Flop ist. Chris, was ist denn bei dir? Bei mir auf Platz 4 kam jetzt tatsächlich, nachdem ich da das sortiert habe, wäre Anatomie eines Falls gekommen, aus dem eben gerade dieser Trainer von dem gerade eben kam. Der ist bei dir auf 4 bei den Flops? Ja, insgesamt also. Ja, okay, da wartet ihr euch beim Besprechen schon nicht einig. Der hat dir nicht gefallen, ne? Nee, der hat mir auch nicht gefallen. Aber wir haben ja gesagt, wir machen Top 3, also Top 3 in beide Richtungen und jetzt haben wir es beide schon hier versaut. Bei mir auf Platz 3 der Flop-Filme 2023, ganz klar Ariel. Ah, den habe ich nicht gesehen, okay. Wahrscheinlich gut so, dass ich den nicht gesehen habe. Besser so, ja. Ja, da. Ich muss aber, Thema Anatomie eines Falls, der ist bei mir bei den Top-Filmen mit drin. Allerdings auch nicht in der Top 3, aber den fand ich wirklich gut. Ja, aber kann ich nichts für, dass du keine Ahnung hast. Fand ich gut, Soll das deinen Filmgeschmack überdenken? Geh doch mal in die Richtung. So, warte mal, lass mich mal kurz überlegen, was ich jetzt wirklich auf Platz 3 nehme. Platz 3. Ein Film, der mich sehr enttäuscht hat. Passages aus der Sneak. Mit dem Typ, der mit Sprachfehlern und die ganze verwirrende Story. Und ja, das stand echt bei mir auch auf der Warte. War alles einfach scheiße. Der ganze Film war scheiße. Und okay. Platz 2. Flop 2 bei dir, Kate. Bei mir The Killer. Oh ja, hab ich auch. Ein unglaublich schlechter Film. Massiv enttäuschend. Der hat es bei mir nicht in die Top 3 geschafft, aber ich fand ihn auch enttäuschend, ja. Ja, wie gesagt, du hast auch ein paar mehr Filme gesehen als ich. Ja. Das war. Vor allem, weißt du, was mich halt immer so ärgert, ist, wenn ich mich aktiv hinsetze und sage, ich will diesen Film sehen, und dann ist er schlecht. Und dann denke ich mir, das war voll der Waste of Time. Für zu Hause. Ihr geht voll oft ins Kino montags. Ihr habt halt einfach keine Wahl. Ihr kriegt halt und guckt ihn dann zu Ende. Und da habt ihr natürlich eine höhere Chance, schlechte Filme zu bekommen. Ich könnte ja auch einfach sagen, ich gucke nur gute Filme, aber so ist es nicht. Ich gucke halt einen Film, denke so, okay, der wird gerade voll gehypt, den muss ich mir angucken, damit ich mitreden kann. Und dann ist der schlecht.
und dann ärgere ich mich. Ja. Chris, ich habe auf Platz 2 zweitgrößter Flop in diesem Jahr für mich, Speak No Evil. Ah, ja, na eben. okay, ja, definitiv. Oh. Gott, war warte mal, den muss ich hier unten noch mit reinnehmen bei mir. Der ist auf jeden Fall Flop, ja. Den hab ich zum Glück schon verdrängt gehabt, ja. Flop 2 bei mir, Platz 2 ist Napoleon. Oh, wow. Ja, Riesenfilm, ja, Top-Budget, einer meiner Lieblingsregisseure und dann so eine Krütze mit dieser Verballhornung eines französischen Nationalhelden. Okay, der hat auch Scheiße gemacht, aber das, was da gezeigt wird im Film, das ist überhaupt keine historische Grundlage. Also völlig Banane. Also deswegen, ja, Platz 2, Flop 2 bei mir. Ja, Gott, Napoleon, ja. Habe ich nicht dann gesehen. Dann kommen wir zu Platz 1 unserer Flops des Jahres 2013. Der Chris hat ihn tatsächlich schon genannt und er ist bei mir auf Platz 1 und zwar The Little Mermaid, Ariel. Was für eine Grütze. Schlecht animiert, schlechte Schauspielerei, ganz, ganz grausam. Okay. Oh, eine Schande. Okay, bevor der Chris einen sagt, Chris, eine Frage. Sneak Preview oder normal? Sneak Preview. Ja, ich habe auch einen aus der Sneak. Das war schon klar. ich habe für mich einer der, oder wirklich mit der größte Flop noch, jetzt eigentlich zusammen mit Speak No Evil, Infinity Pool. Ja, den habe ich auch. Den habe ich auch, genau der, den habe ich jetzt gerade, habe ich hier, wirklich habe ich gedacht, ey, so eine Scheiße. Und da auch so ewig lang und dann diese Krütze da, oh, was für ein Müll. Also, und mit solchen Vorschusslorbeeren kam der an, ne? Also der ja. Feuilleton, der hat sich ja überschlagen im Lob, ja, die haben sie alle ihre Rollkragenpullover und ihre Pfeife in den Mund genommen. Katastrophenfilm. Eieiei, nee, den habe ich auch. Also was es bei mir jetzt nicht in die Top 3 geschafft hat, ist noch 65 mit dem Star Wars Darsteller hier, 65. Schon mal gehört, irgendwie? Ja, ja. Ah, ja. Doch, das ist doch der mit Adam Driver. Ja, Adam Driver, genau. Gegen die Monster Camp. Den will ich eigentlich nur unbedingt sehen. Ja, gucken dir mal an, ist aber echt nicht gut. Babylon im Rausch der Ekstase ist bei mir leider auch in den Flop-Filmen drin, weil einfach viel zu lang und viel zu sinnlos. Und ja, das waren meine Flops. Da rede ich tatsächlich natürlich. Voll gut. Mensch, Erik. So. Dass wir uns mal so einig sind. Hey. Ja, Infinity Pool, also das hat uns ja alle nachhaltig verstört. Das war ja fast wie der Titan-Film aus dem vorhergehenden Jahr. Ja, oh Gott. Ja. Den hast sogar ich noch mitgekriegt. Genau. Kommen wir zu den schönen Dingen im Leben, zu unseren Top-Filmen 2023. Ich möchte vorwegschicken, ich habe eine Top 5. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch Top 5? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe 10. Wie viel hast du? Also, allerdings ich noch nicht sortiert. Ich Top 6 dienen, aber Hast du noch nie mal sortiert, Erik? Was los? Nee, ich habe nur erstmal, was ich alles gut fand. Ich sortiere jetzt on the fly. Okay. Oh. Sollen wir 5 machen? Oder sollen wir 3 machen? Haben wir aber alle 5? Ja, ich habe gesagt, wir machen 3. Ich hätte gesagt, wir machen 3 und wieder einen Bonus, wie gerade bei den Flops auch. Okay. Aber wir können machen wir 3, alles klar. Okay, dann ist bei mir auf 3 der Super Mario Bros. Film. Okay, den hat mich glücklich gemacht. Habe ich auch mit drin in meiner Liste, hat es ja, bei mir aber nicht in die Top 3, wäre bei mir irgendwie 4 oder so. Ich habe den halt mittlerweile auch schon zweimal gesehen, also ich finde, der macht mich glücklich. Ja, das ist gut, erweitern Liste. Wo haben wir jetzt angefangen? Bei 4 oder bei 3? Bei 3, nicht bei den. Ja, die Bonus können wir hinterher machen. Okay, bei mir auf Platz 3 tatsächlich war aber ein hartes Rennen, aber er hat es geschafft. Operation Fortune. Oh. Den fand ich richtig, richtig gut. Und das habe ich gestern erst nochmal festgestellt, dass ich den richtig, richtig gut finde. War der in 23? Der oder hatten wir den nicht kurz nach Weihnachten irgendwie? Letztes Jahr. Der läuft Film 2023. Warte mal.
Hallo, der hat ein Startdatum von 2023. Ah, wir haben am 8. Januar drüber gesprochen in der Aufnahme. Wann war denn da der Film? Ah, okay, ja, der zählt schon noch mit rein, ja. Dann haben wir von 2023, Junge. Erscheinungstermin, aber wann wir den gesehen haben, meinte ich. Ich habe ihn sogar nachgeholt. Also wie gesagt, den fand ich echt cool. Der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch jetzt nochmal, den konnte ich tatsächlich nochmal angucken und fand den sehr, sehr gut. Mhm. Ach, ich lese hier gerade noch andere Filme, die ich gut fand. Die haben es aber bei mir jetzt auch nicht in die Top 3 geschafft. Also ich sag mal nur so Final Cut of the Dead, The Banshees of Inisherin, Knock at the Cabin fand ich auch sehr gut. Mhm, auch. Aber gut, jetzt warte mal, wo ist mein Handy ist ausgegangen. Was ist bei mir jetzt die 3? Na, ich nehme mal Godzilla Minus One jetzt. Das ist jetzt ganz brandaktuell. Godzilla Minus One hat mich sehr begeistert. Nicht schlecht. Dann Platz 2. Für mich ein absoluter Überraschungserfolg. Nicht gerade ein Feel-Good-Movie-Film, aber ich habe sehr gefeiert A Good Person mit Florence Pugh. Super spannend. Den habe ich auch auf Platz 2. Ja? Ja. Ha. Good Person ist Platz 2. Fand ich auch richtig, richtig überragend. Drehbuch überragend von Zach Braff und alles. Und so super, überraschend. Super gemacht. Ne? Also der hat hat mich nicht überrascht, weil Zach Braff macht echt ja, natürlich, aber Sachen. Die Story, aber die war Pugh so einfach okay. Der Hammer. Und also, krass. Doch, den fand ich sehr, sehr, sehr gut. Ist auch wirklich einer. Ja, für mich einer der Top-Filme des Jahres. Hat es bei mir nicht ganz rein. Jetzt bin ich echt am Überlegen, was jetzt hier. Ich habe ja nur noch 2. okay, ich. Eigentlich müssten ja noch mehr rein in die Top-Filme. Nein. Nehme ich jetzt den? Aber bevor wir Platz 1 machen, machen wir kurz noch die erweiterte Liste, oder? Ich muss noch Platz 2 machen. Warte mal, ich muss kurz überlegen, welchen da. Ich wollte nur schon mal für Kate, dass die. Ich nehme Guardians of the Galaxy rein. Oh, ja. Das hat so eine tolle Story gehabt. Ja, der war. Ja, was war das, der dritte, ne? 3. Ja, den habe ich tatsächlich da nicht drin. Okay. Ja, der war gut, aber der hat es jetzt nicht bei mir in die Top 5 geschafft. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Okay. Dann Bevor wir unsere Platz 1 verraten, noch unsere Extras, die es nicht in die Top 3 geschafft haben. Für mich noch dabei ist Dungeons and Dragons. Auf jeden Fall, das habe ich jetzt gerade überlegt. Auch schade, dass ich den nicht mehr irgendwo mit den rein habe. Den fand ich richtig cool. Ja, und, erweiterter Kreis. Und Air, auch erweiterter Kreis. Air war auch super, ja. Ja, Air, der also große der muss Wurf. Ich sagen, also die fand ich, die sind so hängen geblieben bei mir. Mhm. Ja. Okay. Tatsächlich, ja. Das erweiterte Kreis auch bei mir. Dazu gesellen sich allerdings noch To Catch a Killer. Den hast ja nur du gesehen, ne? Genau, den habe ich gesehen, noch nachholen. Den ich echt auch nur empfehlen kann, weil der echt, echt cool war. Spider-Man Across the Spider-Verse habe ich noch drauf. Ja, definitiv. Weil der war auch sehr, sehr gut. Und bei mir ist mit drin Blackberry. Den mochte den fand ich ja echt gut. Fand ich okay. Den fand ich richtig cool auch. Okay, ich werfe noch ein paar Sachen mit rein. Okay, den habt ihr nicht gesehen. Oppenheimer, den fand ich sehr gut. Chris, den hast du auch gesehen. The Flash aus der Sneak Preview. Den habe ich jetzt auch angeguckt. Top Sneak, fand ich. Den sollte man auch Sneak, absolut super. Nicht unerwähnt lassen. Einfach super Spaß und so. Dann auch aus der Sneak, Chris, Renfield. Ja, Renfield war auch sehr, sehr cool, aber jetzt nicht unter den Top-Filmen. Bei dir nicht reingeschafft? Okay, nee, bei mir schon. Nee, also Renfield, war das der mit dem Vampir? Ja, Nicolas Cage als super Ding. Und dann ein Film, der mich sehr bewegt hat, The Whale. Ja. So, das wären meine 2, 4, 6, 8. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, genau. Das wird richtig. Was ist Platz 1? Was ist Platz 1? Also man könnte. Der bei mir Platz 1 ist, den habt ihr beide nicht gesehen, glaube ich. Ah, meiner ist aus der Sneak. Meiner ist, da war ich im Kino. Und es ist nicht The Eras Tour. Das ist ich habe ihn extra Panem. Nicht mit reingenommen. Warst du nur einmal im Kino dieses Jahr, oder? Nein, ich war dreimal im Kino. Ich war mit dir auch noch warst, in Barbie, falls du dich nicht erinnerst. Du warst zweimal in Taylor Swift drin und einmal. Ich habe auf Platz 1 für mich mein Highlight des Jahres, abgesehen von Taylor Swift, war die Tribute von Panem, die Ballade von Vogel und Schlange. Ja, toller Film. Hat es bei mir auch nicht ins Top 10 geschafft. Ich hatte auch das mehr geguckt. Ja, nochmal, ihr habt auch einen größeren Pool. Ja, ne? Definitiv. Aber wir haben einen Infinity-Pool. Da war es wieder. Der hat mich einfach glücklich gemacht. Der war gut geschrieben. Das war sehr nah am Buch. Und ich habe bis jetzt jeden, der das Buch auch kannte,
fand den Film klasse. Also gut umgesetzt. Du fandest ihn ja auch gut und du kennst das Buch nicht. Das ist eher seltener, sage ich ganz ehrlich. Also viele Kritiker haben das Buch nicht gelesen. Und ja, aber ja, für mich der beste Film des Jahres aus meiner kleinen Bubble. Ja, das ist ja persönlich alles hier, diese Top-Liste. Chris, was ist bei dir aus der Sneak? Jetzt bin ich gespannt. Ich dachte eigentlich, ich habe die guten aus der Sneak hier. Aber ja, nee, einen hast du nicht genannt, einen hast du vergessen. Wie ich finde, das ist für mich wirklich für mich der stärkste Film dieses Jahr. Wo war Anna de Armas jetzt dabei? Ich überlege gerade. Ja, mir gefällt deine Denkweise, aber tatsächlich, nee. Der war unter der Liste okay, der Anna de Armas-Film. Platz 1 bei mir von 2023 ist Dump Money. Ah, der war super, das stimmt, stimmt. Also den muss ich noch mit reinnehmen in meine erweiterte Liste. Das hat mich gerade schon überrascht, dass der bei dir nicht drin ist. Und den habe ich wirklich sehr, sehr gefeiert. Ja, der war super. Richtig, richtig Spaß gemacht. Der war echt gut. Und den habe ich nicht nur einmal empfohlen. Und deswegen, den könnte man tatsächlich auch nämlich in verschiedene Personenkreise, bei mir könnte ich den empfehlen. Und das spricht immer, denke ich, eine ganz deutliche Sprache. Und den fand ich wirklich richtig, richtig gut. Deswegen für mich Film des Jahres. Ja, für mich Film des Jahres, ein Film, den ihr beide nicht gesehen habt, den wir als Screener bekommen haben. Und da habe ich auch tatsächlich die höchste Wertung gegeben dieses Jahr, nämlich 9,5 von 10 Punkte. Das ist der Film The Old Oak, der letzte Film von Dings hier. Ja. Genau, definitiv. Also da habe ich mir jetzt auch schon die Blu-ray vorbestellt. Den werde ich auf jeden Fall noch ein, zwei Mal gucken. Und hat mich sehr, sehr bewegt. Richtig gut geschrieben, gute Darsteller. Ken Loach, letzter Film. Ja, hätte ich gerne das nie gesehen gehabt. Ah, leider nicht. Dann wenigstens als Screener. Jawohl. Das war's, unsere Top-Liste hier. Sind wir uns bei den Top 3 irgendwie einig? Mal kurz durchgucken. Ja, Good Person habt ihr beide. Und ansonsten gibt's keine Übereinstimmung. Ja, nur in der erweiterten Liste dann. Aber das ist ja gerade das Coole hier, dass wir alle ein bisschen einen anderen Geschmack haben. Und ja, ihr da draußen, was sind so eure Top-Filme? Ich hatte ja mal gefragt gehabt auf Instagram, jetzt muss ich mal ganz kurz hier mein Handy wieder aufwecken. Und der Kürsat.86 auf Instagram, @Kürsat86, hat geschrieben, ein Mann namens Otto. Oh, ja. Den habt ihr ja, glaube ich, nicht gesehen. Ah, den hole ich jetzt noch nach. Das auf Sky Remake von. Den gibt es jetzt auf Sky, ja. Ja, ja, nee, den gab es doch vorher auch schon auf Disney Plus oder so. Okay. Da oder Apple oder irgendwo habe ich den auch geschaut im Streaming. Quasi das Remake von einem Mann namens Ove, aber nicht nur einfach ein billiges US-Remake, sondern richtig gut gemacht. Oh, das hat mich auch total umgehauen. Also, der Kürsat, gebe ich dir vollkommen recht. Dann hat er auch The Whale. Und ein Film namens Hunger. Meint er damit vielleicht Hunger Games oder so? Nee, ich glaube, es gab einen Film, Hunger? Hunger? Nur Hunger? Ich ach, guck mal schön, ob es da was gibt. Gibt Hunger. Einen von 2023, Hunger. Eine ja, Frau, die Film das Nudelrestaurant ihrer Familie führt, erhält eine Einladung in der gehobenen Gastronomie, unter der Anleitung eines berüchtigten Chefkochs zu arbeiten. Ah ja, von dem Film Netflix, ne? Ja genau, Netflix-Produktion. Ah, kann man ja mal. Also, muss ich mal reingucken, wenn er den so gut bewertet. Scheint, schaue ich mir den mal an. Wo kommt der her? Ist das ein japanischer Film? Der Trailer sieht sehr japanisch aus. Genau. Thai-Drama-Thriller. Okay. Okay. Also dann muss man den auf jeden Fall mal mit auf die Liste packen. Vielleicht schafft er es dann ins nächste Jahr mit rein, wenn er uns umhaut. Dann @BibelBroxy hat geschrieben, The Old Oak, ja, Fistbump virtuell. Empire of Light, den habe ich nicht gesehen. Hat den für euch jemand gesehen, Empire of Light? Der war ja auch ziemlich gehypt, ne? Der neue Sam Mendes-Film, ja. Okay, ich auch nicht. Und The Lost King. Okay. Hatten wir den nicht in der Sneak, The Lost King? War das das mit den Frauen? Ach nee, das war The Woman King. Nee, das war doch das, wo eine Historikerin irgendwie Nachforschungen angestellt. Ah, ich sehe hier gerade Stephen Frears und da ist die Frau aus dem Film, die mit dem Fisch gebumst hat hier. Genau. Shape of Water? Ja, Shape of Water, die spielt da die Hauptrolle. Ich sehe hier gerade auf dem Bild. Sally Hawkins, genau. Einfach alles gehört jetzt. Okay, im Jahr 2012 ist King Richard schon 500 Jahre tot, trotzdem weiß keiner, wo sich die Leiche befindet.
Sally Hawkins, als begeisterte Amateurhistorikerin hat sie mit der akademischen Welt nicht viel am Hut. Ihr Ex-Mann Steve Coogan, was ist jetzt die Story? Ach so, sie will den wahren Richard finden, okay. Ja, interessant. Also ich werde es mal mit auf die Muss-ich-noch-sehen-Liste packen und dann werde ich mal selber mein Urteil fällen. Hier bei Moviepilot, wo ich gerade reingeschaut habe, hat er 6,3 von 10. Klingt jetzt nicht gerade nach einem Top-3-Film, aber ist ja immer eine Geschmackssache, ne? Also Bibel, Proxy, ja. Und die Empire of Light werde ich mir auch mal vormerken. Okay, das waren so das Feedback, was hier auf Instagram kam, wo ich mal gefragt hatte. Ja, dann denke ich mal, sind wir durch mit dem Jahresrückblick. Oder gibt es noch irgendwas, was euch da besonders bewegt hat im vergangenen Jahr? Kinomäßig, filmmäßig? Nö, nö. Hm. Ja. Filmmäßig jetzt nicht. Nicht. Gut. Ich bin mal gespannt, was 2024 war bringt. Gut auch. Weil kommen ja viele Fortsetzungen. Oh ja. Ghostbusters, Gladiator 2 soll ja auch kommen. Ich bin mal gespannt. Dune Teil 2, muss ich den ersten noch gucken. Deadpool 3. Alles steht Kopf 2. Also es kommt einiges, glaube ich, sehr, sehr Interessantes auf uns zu. Mal gucken. Okay. Knives Out 3 sehe ich hier noch. Also, ja. Dune 2. Ja, ja. Deswegen, mal gucken, was das Filmjahr 2024 bringt. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da gibt es immer ein paar gute Sachen und natürlich auch wieder viele Scheißfilme. Davor ist man nicht gefeit. Aber es wird, denke ich mal, auch wieder ein ganz gutes Jahr werden. Und trotz der vielen Fortsetzungen, es wird immer noch ein paar Originalfilme geben, die sich da irgendwo mit reinmogeln und die einen dann begeistern. Und deswegen gehen wir ja auch ganz gerne in die Sneak Preview, weil wir da Filme sehen, die wir jetzt so nicht erwarten und die uns manchmal umhauen. Wie man sieht, hier auch in der Top-Liste sind hier teilweise welche vertreten, aber auch in der Flop-Liste. Und bin gespannt, was uns da erwartet. Okay, dann gibt es nur noch ein was, obligatorisch die Musiktipps auf unserer Playlist. Music. Was packt ihr da so drauf? Ich habe früher immer an Silvester den Film Das letzte Einhorn geguckt. Und weil ja heute der 31. ist, packe ich aus The Last Unicorn den Song The Last Unicorn von America auf die Liste. Okay. Ist soeben drauf gelandet, habe ich sofort drauf gepackt. Chris, was packst du drauf? Ich sende einen Song drauf. Ich setze einen Song drauf, der relativ neu jetzt rauskam, von Alec Benjamin. I sent my therapist to therapy. Okay. Ist jetzt eben auch schon drauf gelandet und ich packe drauf von Echo and the Bunnymen, The Cutter. Habe ich in irgendeinem Film gesehen, ich weiß gerade nicht wo. Ich habe in letzter Zeit auch einige Filme und Serien geguckt. Irgendwo kam das und da habe ich gedacht, ah geil, packe ich drauf. Vielleicht fällt es mir noch ein. Naja. Okay, dann liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schaut viele Filme, geht viel ins Kino, unterstützt die Kinos, die es überall gibt und wir hören uns dann bald wieder. Empfehlt uns weiter. Macht's gut. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Kommt gut rein und auf Wiederhören. Macht's gut. Guten Rutsch euch allen.